Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Fashion Famous als Favorite Pet. Roman, was ist dein Lieblingstier? Ja, mein Lieblingstier ist eigentlich ein Delfin, aber ich glaube, das wird ganz schön schwer sein, das umzusetzen. Echt, Delfin? Ha. Oh, cool. Ja, ich mag Delfin. Warte mal, ich... Was ist dein Lieblingstier? SpongeBob-Schwammkopf. Ich werde heute als SpongeBob-Schwammkopftier gehen. Also als Schwamm... Wusstest du eigentlich, dass Schwämme tatsächlich Tiere sind? Also eigentlich würde das sogar gehen. Das stimmt halt echt. Man könnte sich prinzipiell voll gut als Katze verkleiden. Ich möchte eine Maus werden. Aber meine Lieblingstiere sind Hasen. Deswegen... Ich möchte mich als Katze verkleiden. Als Katze. Katzen essen Hasen, oder? Jetzt machst du mir Angst. Und Mäuse. Hey, sind die neu? Ich, Sieht das süß aus. Oh mein Gott, sehe ich aus. Guck mal bitte mich an. Wo bist du? Bist du bei VIP? Bist du das hier? Guck mal, meine Haare. Sehe ich aus wie ein Hase so ein bisschen? Sehe ich aus wie, wie eine Katze? Ja, nur ohne Haare. Aber das ist nicht schlimm. Oh, Freunde, wir brauchen Hasenöhrchen. Ich brauche Katzenöhrchen. Warte mal, gibt's... Wo gab's denn Öhrchen? Ohren gibt es auf der hinten, da hinten links. Wenn du am Start bist direkt eigentlich, gibt's Ohren. Da ist ein Hase. Stimmt, da gibt's mit Ohren. Mit der kleine süße Hase. Und wir brauchen Hasenohren. Ich glaube, dieser Hat, den wir hier gerade haben, der passt nicht so richtig. Leute, ich habe mir nämlich die Category gekauft, dass wir uns nämlich eine Kategorie auswählen können. Und ich habe schon ganz viele coole Ideen. Ja, finde ich nämlich auch. Was man damit machen kann, so, wir haben jetzt schon mal Hasenohren. Das heißt, Favorite Pet können wir sein. Und was brauchen wir denn noch, um wie ein Hase auszusehen? Was macht... Sag mal, kann man sich auch irgendwie komplett nackt machen oder so? Weiß ich nicht. Willst du die Leute verschrecken? Nein, du willst denen Angst machen. Ich will eine Katze sein, so. Okay, wir müssen uns irgendwie bunt einziehen. Ich möchte ein bunter Hase sein, okay? Ohne, ich habe eine bessere Idee. Was machst du? Ich bin doch keine Katze, ich bin doch keine Katze. Du bist keine Katze? Das ist so genial. Okay. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du sein wirst am Ende. Aber ich brauche irgendwas. Ich muss mal gucken. Okay. Ich habe eine richtig gute Idee, was ich mache. Ich glaube, ich nehme mir jetzt erstmal hier. So, zack. Hey, stimmt, man kann sich als Hase, kann man sich auch eine andere Farbe. Ich brauche eine andere Fellfarbe. Vielleicht bin ich ein brauner Hase. So braun. Nein, ich will richtig aber braun sein. Aber ich weiß nicht, wie remove clothing. Okay. Also ich habe keine clothing an, aber ich möchte gerne mein Unterhemd ausgezogen bekommen irgendwie. Ich frage mich gerade, was Hasen eigentlich für Haare haben. Du willst ein Unterhemd aussehen? Nee, das ist, glaube ich, richtig schwer irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Mir haben das mal Leute in die Kommentare geschrieben, wie das geht, aber ich habe es vergessen. Echt jetzt? Ja, ich glaube, irgendwie geht das. Vielleicht haben die auch nur irgendwas in die Kommentare geschrieben, keine Ahnung. Hey, das passt sogar als Frisur für einen Hasen. Okay, dann setze ich mich mal hin und mache mir mal braune Haare, okay? So, zack, da haben wir braune Haare. Wir haben noch eine Minute Zeit, Leute, um wie ein richtiger Hase auszusehen. Nicht so ganz, ich weiß nicht so ganz, was ich als Kleidung richtig anziehen soll, weil es irgendwie nichts richtig gibt, die katzenmäßig. Oh, nee, du bist ja jetzt was anderes, ne? Stimmt. Ich bin ja was anderes, was ich nicht erzählen möchte, was okay, es ist. Okay, ich brauche Trails auf jeden Fall. Irgendwie. Ja, ich ziehe mir einfach ein normales Outfit an. Noch was. Eine Karotte wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt eine Karotte hätte. Was für Trails? Hey, das passt ganz gut zu einem Hasen. Hier so kleine Blümchen, der isst Blümchen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin fertig. Ich seh aus wie ein Hase. Ist komplett fertig. Hey, du hast dich als Pinguin. Hast du dich als Pinguin wieder gemacht, Roman? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Okay. Nein, wirklich nicht. Na gut, dann werde ich dir das mal glauben. Aber ich habe was anderes. Ich zieh das mal über hier. Und? Aber ich könnte vielleicht meinen Körper wechseln. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich machen möchte. Sieht furchtbar aus. Warte mal. Jetzt könnte ich Remove Clothing machen. Aber jetzt wieder kein Hemd. Das sieht furchtbar aus. Nein, ich habe ein ganz, ganz hässliches Kleid. Okay, egal. Mist, ich habe mir außersehen meine Klamotten in der letzten Sekunde ausgezogen. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich wirklich. Oh nein, so ein Mist. Ah, jetzt bin ich im Unterhemd. Oh nein. Ich kenne das, diese Entscheidungen in letzter Sekunde gehen immer schief. Man sollte am besten nichts mehr machen. Welcome everyone zur Fashion Famous Show. Die Jury ist wieder mit am Start. Ja, was? Da kommt die erste. Der Typ bei der Jury, ja, der Hunde kommt. Wieder kein Kopf. Hey, das ist süß. Hey, was hat sie denn an? Ein Tier? Sind wahrscheinlich Katzenohren oder so. Katzenohren. Und ein Bär. Ja, aber das ist... Ja, ja. Ich gebe mal drei Sterne. Ist schon süß. Ist schon was mit Tieren. Ich sehe so dumm aus. Bist du das? Nee, das bist du nicht. Nein, das bin ich nicht. Was ist das für ein Tier? Was soll das sein? Also, Entschuldigung, aber... Er hat es, glaube ich, nicht verstanden. Nee, ich glaube auch nicht. Favorite Pet. Das hat er echt nicht geschnallt. Ich gebe ihm einen Stern dafür, weil das Auto farblich echt cool abgestimmt ist. Aber das Thema ist halt null erwischt irgendwie, ne? Ja. So, Mini-Schnubbelchen ist als nächstes. Oh ja, das ist ein Outfit. Roman, wie findest du es? Oh, what an outfit. Yeah, ich würde sagen 5 Sterne auf keinen Fall. 1 Milliarde Einzelsterne. Finger runter. Okay, weiter geht's. Nächster ist dran.
Vanek. Vanek. Okay. Hey. Oh mein Gott. Hübsches Kleid. Oh, was hat die da drauf? Ja, aber die Leute verstehen das nicht so ganz, was mit dem richtigen Tier gemeint ist, ne? Checken das nicht. Ich weiß nicht, warum. Sie macht tolle Emotes und so, aber das passt halt null zum Thema. Tut mir leid. Aber die hat auch Katzenohren gehabt. Doch, die hat auch Katzenohren gehabt. Ja, aber nur Katzenohren ist irgendwie nicht so... Da kommt Easy Cheesy als kleines Häschen mit einem Häschen dran. Oh, warte mal, ich hab doch. Gott, das ist nice. Ich hab neue Tänze. Außer das Kleid ist ein bisschen buggy. Ja, das Kleid, das war ein Fehler, das am Ende noch anzuziehen. 4 Sterne. Dankeschön, nice. Okay, jetzt müsstest du eigentlich langsam kommen. Ja, yeah, ich wusste es. Okay, du bist dran. Alter, Roman, das ist mega nice. Also, ey, ohne Witz, ich hab dir 5 Sterne gegeben. Das ist richtig cool. Du bist einfach nur so ein fetter Elefant. Passt zu dir. Ey, das war in letzter Sekunde, hab ich aus, dass ich meine Klamotten richtig, richtig gut. Du hast das Thema halt richtig verstanden. Sie hat einen Hasen an, dafür gibt es 3 Sterne. 3 Sterne. Ist süß, aber auch nicht so hundertprozentig. Aber du hast es echt Elefant, richtig krass umgesetzt. Respekt, Mann. Mega fett. Echt. Okay. Mal gucken. Auswertung, Leute. Erste Runde ist geschafft. Komm, lass uns in den Tops sein. Wir haben echt eine gute Leistung abgeliefert. Bitte, komm. In die Tops. Bitte, bitte, bitte. Yeah! Bitte, bitte. Yeah! Wir sind beide Platz 1 und 3. Wow, nice. Easy. Richtig gut, Roman. Dark, richtig Hammer. Gut. Ey, ich bin echt happy. Roman, ich habe uns eine Kategorie gekauft, okay? Du wirst dich gleich wundern, okay, was ich da so cooles gemacht habe. Was hast du gemacht? Also, willst du nicht erzählen? Nein, das möchte ich. Das sollen die Zuschauer so. Du kannst ja mal raten. Werden wir als Schneemänner uns verkleiden? Du hast gerade den Schneemann gesehen, oder? Ja. Ich sag einfach nur das. Dress as a Monster. Wir verkleiden uns als Monster. Wow. Okay, gute Idee. Gute Idee. Das ist eine richtig coole Idee. Monster sind eine ganz fiese Angelegenheit. Habe ich nämlich von Minecraft-Monster die Idee. Minecraft-Monster? Ja. Wir müssen uns als Minecraft-Monster verkleiden. Okay, es geht los, Leute. 3, 2, 1 und go. Die Frage ist nur, irgendwie in der Luft. Wie soll man sich denn das Monster verkleiden? Wer hat denn diese komische Kategorie gewählt? Wer ist denn so doof? Ich hab schon eine Idee, was ich mache. Ich liebe einfach nur diesen VIP-Bereich, der ist richtig gut. Stimmt. Warte mal, ich nehme mir mal hier ein Shirt. Ich habe jetzt ein Männer-T-Shirt mal angezogen, aber weil das, glaube ich, am besten passt. Okay, dann werde ich meine Hautfarbe nochmal ändern. Ich sehe ganz schön blass aus. So, zack, das haben wir auch gemacht. Und jetzt müssen wir uns irgendein Monster ausdenken. Was sollen wir denn vom Monster werden? Oh, das ist schon mal richtig gut. Okay, das nehmen wir mit. Zack, so, das haben wir schon mal. So, ich brauche noch einen anderen Kopf. Wo kann man sich denn Köpfe auswählen? Ach, Roman, ich will deine Idee klauen. Meine Idee ist zu gut. Warte mal, was ist das da hinten? Meine Idee. Hast du gesehen, wie ich aussehe? Ich könnte mich zum Skelett machen, aber das habe ich schon mal gemacht. Das mache ich nicht nochmal. Ich mache mich zum Skelett. Mach dich zum Skelett. Wir werden richtig... Oh, ich könnte ein Eiscreme-Monster werden. Oh, das wird richtig süß. Okay, ich verrate nicht, was ich mache. Ich habe schon gesagt. Okay. Mega die nice Idee. So, zack. Schönes Gesicht mit dazu. Und... Oh, oder das da. Das sieht so richtig nach Eis aus. So, kann man dem Skelett eigentlich auch Klamotten anziehen? Ich weiß nicht, was für ein Gesicht ich nehmen soll. Dieses hier. Okay, das Gesicht nehmen wir. Dem Skelett kannst du keine Klamotten anziehen, glaube ich. Glaube nicht, nee. Dann haben wir hier Eis. Das sieht so ein bisschen nach Eis aus. Nee, das sieht aus wie Blitze. Egal. Für die anderen wirkt es vielleicht so ein bisschen wie Eis. Wir haben Head. Wir brauchen noch Haare, okay? Wir brauchen... Hey, das ist cool. Okay, wir sind ein Eismonster. Wir sind ein Eismonster. Das ist richtig nice. Okay. Ein Rock. Da haben wir das. Nee, das passt nicht. Das Kleid passt nicht. Das muss weg unbedingt. Ganz schnell. So, wir brauchen irgendeinen Rock einfach nur. Boah, ich habe ein richtig gutes Kostüm, ey. Einfach nur eine Hose. Das ist so richtig gut. Einfach nur eine weiße Hose. Du hast... Ja, du bist das Dings, das Skelett. Ich weiß. Ich brauche eine weiße Hose, Roman! Das darf nicht wahr sein. Ich finde einfach kein... Alter, ich sehe richtig gruselig aus. Ich kann mich auch was Einhornmonster machen. Ja, ich weiß, du siehst richtig gruselig aus. Die Skelette sind halt richtig cool. Oh mein Gott, das ist perfekt. Okay. Jetzt brauche ich noch Haare. Okay, oh mein Gott. Schnell Haare. Irgendwelche kleinen Haare, die da drunter passen. Passt das da drunter? Hey, ja, das sieht richtig gut aus. Weiß ist eigentlich die perfekte Farbe dafür. Ah, ich wollte mir ja eigentlich Dings holen, ne? Was wolltest du dir holen? So eine Regenwolke. Okay, eine weiße Hose. Yay, es geht ganz gut bei mir. Ich bin ein Eismonster. Ich weiß nicht, was ich an meinem Outfit noch ändern soll. Hier sind richtig viele Vampire, das machen die voll cool. Du bist ein Skelett. Ich weiß nicht, was die anderen Mädels und Jungs hier so machen, aber... Was hast du gemacht? Ich bin ein Eismonster. Ich wollte eigentlich Schneemann sein, aber das fand ich irgendwie hässlich. Jetzt bin ich einfach ein Eismonster und einfach nur ganz weiß. Okay, was könnte man noch... Hey, okay. Das ist cool. Okay, das ist richtig cool. Hey, das wäre auch richtig cool.
Oh mein Gott. Das sieht richtig gut aus. Ich muss dir jetzt nochmal eine Sache ändern. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist ganz cool. Okay. Es geht los, Leute. 4, 3, easy, Alter, das ist ganz 2, 1. Ja, es ist okay, Ende. Okay, ich bin auch okay. Fertig. Ich weiß nicht, was ich für ein Monster bin. Oh mein Gott, ich bin richtig zufrieden. Ich bin irgendeine Missgestalt, glaube ich. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, hast du wieder alles zusammengewürfelt? Ja, ich habe alles zusammengewürfelt, aber es sieht süß aus. Okay. Okay, Leute, okay, willkommen zur Fashion Famous Show Numero Dos. Ja, auf Spanisch heute. Die Jury ist Hablamos am Español. Oh mein Gott, cool. Oh, die sieht krass aus. Was? Das sieht echt ist das gut fett aus, Mann. Ich habe 5 Sterne. 5 Sterne. Heftig. Heftig. Echt. Krasses stark. Outfit, Mann. Echt stark. Alter, die Leute haben mal gelesen. Sie schreibt, haha, es ist voll gut geworden. Warnik ist wieder echt dran. Es ist süß. Es ist nicht monsterhaft. Es ist aber süß. Es ist sehr süß geworden. Finde ich. Ein süßes Monster ist das, ja. Okay, 2 Sterne. Oh, Roman. Ich habe ihr auch nur 3 gegeben. Ich finde, das muss gruselig sein. Oh nein! Wie hast du das denn gemacht mit der Wolke? Das sieht Alter, cool wie aus, hast du oder? Das gemacht, Roman? Das ist mega fett. Heftig. Heftig. Das nenne ich mal ein heftiger Star. Alter, du hast dich richtig abgemagert dafür. Unicorn Stellas. Echt mega krank. Bin ein Monster. Mega krank. Das sieht aber auch gut aus. Heftig. Oh, was für Leistung. Richtig viele gute Outfits. Ja, finde ich auch. Also richtig stark. Okay. Ich meine, wir hatten süße Monster, wir haben gruselige Monster, jetzt kommt alles Käse. Jetzt haben wir schöne Monster. Oh, du bist ein weißes Monster. Gewalt. Yeah. Oh, nett. Ja, Dad, einfach. Okay, gut. 4 Sterne. Dankeschön. Cool. Die Hörner waren echt nice. Also, aber ein bisschen was hat mir gefehlt. Ich weiß, mir auch. Gwendy ist dran. So im Vergleich zu diesen gruseligen Monstern war ich halt nett. 2 verschiedenfarbige Augen. Ja, ist okay. 3 Sterne. Kann man 3 Ich hoffe, Sterne dass die richtig gruseligen Monster gewinnen. Das würde ich cool finden. Aber ich sah doch richtig gruselig aus, du sahst aus, ultra oder? Heftig aus. Da kommt der Nächste, der sieht auch richtig fett aus. Oh, der ist aber auch... Der schreibt nur, er ist ein Vampir, das sieht man, dass du ein Vampir bist. Ah, gibt aber auch von mir 4 Sterne. Ja, mega. Gut. Also Monster kann man echt gut umsetzen. Finde ich auch, das sollte viel öfter kommen, so als Kategorie. Vampire, okay, jetzt haben wir die Nächste. Lucy ist dran. Oh, als Meerjungfrau-Monster. Auch voll cool. Meerjungfrau-Monster, aber sieht auch ja, viel aus. Ja, ein bisschen was fehlt mir da. Von mir... Ja, ich habe jetzt auch nur 3 Sterne. Ich habe 4 gegeben. Bei mir kriegt hier irgendwie jeder mindestens 3, 4, 5 Sterne gerade. Aber das ist echt eine gute Runde. Ja. Bisher mussten wir echt niemandem einen Beste Stern Beste Runde geben überhaupt jemals, so, ne? Und, oh mein Gott, es geht los. Komm schon, bitte. Oh mein Gott. Yeah! Woo! What? Nice, wir sind Erster und Dritter geworden schon wieder. Und wir haben gewonnen als super Monster. Nice. Krass. Richtig gute Runde, muss ich sagen. Alter, ich hab 28 voll Sterne fett, Roman. Bekommen. Das war das ultra krasseste Outfit. Ey, wirklich, Respekt, Mann. Respekt für dieses Outfit. Freunde, das war's mit dem heutigen Part von Fashion Famous. Wir waren Tiere, wir waren Monster, wir hatten ganz viel Spaß. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video um 15 Uhr. Bis dann noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.